Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne und willkommen zurück zum Ausblick hier auf dem Seekrautskanal. Neue Folge, gab wieder ein paar Änderungen während meines Urlaubs, die möchte ich jetzt ganz gerne hier mit euch einmal zusammenfassen. Wir wollen uns einmal hier mit der Poltawa beschäftigen. Wir hatten ja jetzt erst letzte Woche ein Ausblickvideo für euch gemacht bezüglich der Poltawa. Jetzt gibt es schon erste Änderungen und zwar Schlachtschiff der Tierstufe 7, das war es vorher schon. Jetzt werden aber die Reichweiten verändert. Beziehungsweise die Hauptgeschützreichweite, nämlich von 16,1, also hier steht sie mit 16,2, das wird wahrscheinlich 16,15 oder sowas sein, hoch auf 18,3 Kilometer. Und es gibt da noch eine Veränderung, und zwar bei der Genauigkeit der Hauptgeschütze. Vorher war das so eingestellt, das Schiff, da das typisch russisch war. Also relativ genau im nahen Bereich, also bis 12 Kilometer, wohl relativ genau vom Schuss. Und darüber hinaus hat die Streuung dramatisch zugenommen. Jetzt werden die Genauigkeitseinstellungen angepasst, und zwar an die, die andere Schlachtschiffe, also anderer Nationen zum Beispiel im Spiel haben. Also, dass das quasi linearer verläuft, ne? Dass das nicht mehr bis 12 Kilometer ganz genau ist und dann eine große Streuung ist, sondern dass das halt linear eine größere Streuung gibt, auch schon bei 5 Kilometer und so weiter. Das soll so ein bisschen jetzt das Highlight des russischen Schiffes sein, dass die Streuung quasi normaler verläuft. Man hat hier halt die Änderung immer noch, dass das Schadensbegrenzungsteam begrenzt eben vorhanden ist, dass man eben nur begrenzte Anzahl an Aufladungen hat und dieses spezielle Panzerungsschema, was man hier hat, dass man eben vorne relativ gut gepanzert ist, hier dann aber nur 25 mm hat, also da relativ leicht overmatchbar ist für größere Kaliber. Und hier die Zitadelle halt deutlich über Wasser liegt. Das ist aber auch schon bei einer Vladivostok zum Beispiel so, dass man das relativ leicht und auch bei einer Kreml über Wasser erreichen kann. Ja, das ist die Poltawa. Ich glaube dann Version 2.0 oder so in der Art. Von daher müssen wir mal schauen, ob es dann dabei bleibt. Prinzipiell hat sich das Schiff ja sonst nicht groß verändert. Ist immer noch ziemlich flach, wenig hohe Aufbauten und so weiter. Liegt ziemlich flach im Wasser. Sieht ein bisschen aus wie so ein UFO, was über Wasser schwebt so ein bisschen. Ich mache hier mal die Panzerung aus, dann man ein bisschen besser deutlicher sehen kann, ne? Also ist wirklich ziemlich flach, erinnert mich so ein bisschen, ein ganz bisschen so an die Hood, ne? Die ist auch sehr, sehr flach im Wasser. Also, ja, das ist eigentlich das, was man sagen kann zur Poltawa. Und jetzt gehen wir schon zum nächsten Schiff drüber. Und da kommen wir dann zur, ich sag mal USS California, keine Ahnung, ob das so richtig ist, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, aber neues T-7 Schlachtschiff der Amerikaner ist ja in der Entwicklung, erinnert so ein bisschen an das sonnige Kalifornien. Wir haben hier jetzt eine Erweiterung der Hauptbatterie-Reichweite, und zwar steht hier noch 17,0 Kilometer und die wird jetzt ebenfalls erhöht auf 19,1 Kilometer. Außerdem wird das Sigma-Parameter geändert von 1,7 hoch auf 1,8. Das heißt, die Munition wird sich wieder mehr zur Mitte orientieren, also dahin, wo man zielt. Und das soll vor allen Dingen Abhilfe schaffen, weil dieses Schiff nämlich sehr, sehr langsam ist. Wir haben hier 20,5 Knoten, also typisch amerikanisch. Und das hat eben dafür gesorgt, dass auf Tierstufe 7 dieses Schiff eigentlich immer zu spät im Kampf war. Oder regelmäßig zu spät im Kampf war. Ne? Also wir haben auf Tierstufe 8 oder 9 ganz andere Schiffe. Bismarck mit über 30 Knoten. Also die meisten Schiffe sind einfach viel, viel schneller als die Kalifornier. Wollen wir mal so sagen, dass hier ist eher so hintere Starterfeld. Aber deswegen muss das Schiff eben weiter schießen, damit es überhaupt im Kampf sich sinnvoll etablieren kann. Man muss sich eben am Anfang der Runde entscheiden, wo man hinfährt, sodass man zumindest nach der Hälfte der Zeit man dann da angekommen ist, wo man hin wollte. Das ist halt ein bisschen Wabonspiel, Glücksspiel. Es wird jetzt damit erleichtert, kann man sagen. Es schießt präziser und es wird weiter schießen. Das ist eigentlich das, was dabei am Ende rumkommt. Man soll den Feind jetzt effektiver auf größere Distanz bekämpfen können. Ja, sonst gibt es keine weiteren Änderungen an der California bis jetzt. Wie immer werdet ihr alles zu Änderungen bei den Schiffen hier erfahren. Und wir wechseln jetzt noch schnell in Richtung U-Boote. Denn auch da gibt es eine zweite Testrunde der ersten Etappe sozusagen. Oder die erste Testrunde ist es noch immer, aber eine zweite Etappe davon. Dann werden jetzt ein paar Änderungen da durchgeführt. Also das Erste, was wir jetzt sehen, was neu ist im Vergleich zu den U-Boot-Testserver vorher, ist unten die Taste T, nämlich maximale Tauchtiefe. Das ist eine der Neuigkeiten, die man jetzt eben bekommt. Man kann jetzt als U-Boot 20 Meter tiefer tauchen als vorher.
als Verbrauchsmaterial. Also vorübergehend kann man mit dem Schiff tiefer unterwegs sein. Hier geht jetzt die Queen Elizabeth gleich ordentlich auf den Leim sozusagen, gleich zwei Zitas reingekloppt, weil sie beide eben aufgeschaltet wurden mit diesem Echolot. Muss man das ja machen, wenn man besonders hohen Schaden machen möchte. Man kann, man muss nicht, man kann. Das ist eben das Entscheidende. Ne? Also gehen wir nochmal weiter. Also das ist das eine. Ne? Wir können jetzt tiefer tauchen als U-Boote. Gleichzeitig wurden ein paar Änderungen durchgezogen. Also aufgetauchter Zustand ist jetzt maximale Geschwindigkeit, hier bei dem Schiff ungefähr 25 Knoten. Dann gibt es Periskoptiefe, da ist das Schiff ganz besonders langsam, aber die einzige Möglichkeit, damit das U-Boot angreifen kann. Also man kann weder ganz getaucht noch komplett aufgetaucht angreifen, man muss in dieser Periskoptiefe sein und da ist das Schiff extremst langsam. Ihr seht es selber, da ist nicht gerade eine große Geschwindigkeit drinne. Und in Zukunft wird es so sein, wenn das Boot komplett getaucht ist, also auf 40 Meter, ja, nicht auf Periskoptief oder aufgetaucht, sondern komplett unten, dann verliert 20% von der Höchstgeschwindigkeit, die berechnet von der Höchstgeschwindigkeit aufgetaucht. Ne? Das ist also schon mal so eine Sache. Das nächste, was man verloren hat, aber auch als Zerstörerfahrer, ist Funkortung zum Beispiel. Also hier gerade auf dem Testserver, muss man das so ausdrücken. Die Funkortung zeigt halt jetzt nicht mehr das nächstgelegene Schiff an. So automatisch, egal in welchem Zustand, sondern die Funkortung wird überarbeitet. Und zwar soll es eben dafür sorgen, dass die Funkortung in Zukunft erkennt, ob ein U-Boot aufgetaucht oder untergetaucht ist und danach dann jeweils die Funkortung anzeigen oder eben nicht. Ne? Das ist eben der Clou bei der einzelnen Geschichte oder das, was man erreichen möchte. Ne? Vorher war es eben immer so, dass man eigentlich immer das angezeigt bekommen hat, egal ob das U-Boot getaucht war oder nicht, und das wird sich als jetzt dann ändern, das wollen sie damit erreichen. Das nächste, was wir haben, ist, wir haben jetzt Front- und Hecktorpedos, das war vorher nämlich auch nicht möglich. Da konnte man nur nach vorne schießen, jetzt hat man eben die Möglichkeit, dass man hinten auch nochmal so einen Zweiersatz Torpedos raushaut. Und wenn man einmal offen war, wenn man einmal entdeckt ist, dann ist man als U-Boot in Zukunft ja deutlich länger und deutlicher auch auf der Karte sichtbar. Hier sieht man auch jetzt auch die grafischen Überarbeitungen, wenn Granaten eintauchen oder wenn Wasserbomben abgeworfen werden, dann sieht man halt so eine Gischtfontäne, auch jetzt unter Wasser vom Eintauchen des Projektils und so eine Sache. Das ist halt jetzt auch zum Beispiel eine Sache, die jetzt komplett neu gemacht wurde. Und dann kommen wir nochmal zu der Verfolgung der Torpedos. Ne? Ihr wisst ja, dass die eben mit den Pings dann aufgeschaltet werden können, die Schiffe, damit Torpedos mehr Schaden machen, damit sie die Schiffe ein Stück weit verfolgen, so eine Sache. Und da wurde jetzt die Genauigkeit dieser zielführenden Torpedos angepasst. Ne? Schiffe werden nur noch bis 1200 Meter vor diesem Schiff verfolgt. Ja? Also das Schiff, wir feuern die Torpedos ab, wir pingen, die Torpedos haben das aufgestaltet, sind unterwegs zu dem Schiff und bis 1200 Meter um dieses Schiff herum, unser Ziel, ist diese Aufschaltung aktiv. Danach schwimmen die Torpedos in diese Richtung weiter, das soll das Ziel in die Lage versetzen, besser auszuweichen. Und das gibt es eben auch bei Kreuzern, da sind es nämlich 900 Meter, bei Zerstörern 600 Meter und bei feindlichen U-Booten eben 300 Meter. Warum erwähne ich feindliche U-Boote? Denn in Zukunft, oder in dieser Version hier, in der Version 2, sind eben möglich, dass Torpedos, die ihr abfeuert und wenn ihr ein U-Boot aufgeschaltet habt, dass diese Torpedos dann eben auch U-Boote verfolgen. Ja, ist auch eine ganz interessante Sache, also können sie jetzt auch unter Wasser dann getaucht getroffen werden. Vorher war es immer so, dass die U-Boote einfach abgetaucht sind, dann sind die Torpedos oben rüber geschwommen und dann ist man danach wieder aufgetaucht. Ne? Also das ist so eine Geschichte. Und das nächste, was überarbeitet wurde, ist nämlich einmal die Geschwindigkeit der U-Boote. Das war ja zum Beispiel mit diesen 20% eben, aber allgemein auch Höchstgeschwindigkeit über Wasser. Also eine Sachen wurden angepasst. Dann die Wasserbombenradien, also wie weit ein Zerstörer Schaden macht. Oder also die Wasserbombe besser gesagt Schaden macht an dem U-Boot. Wie hoch dieser Schaden ist, das wurde auch überarbeitet. Ja, also es wird hier immer noch heftigst gewirkt, das ist immer noch weit weg vom Final, denke ich. Haben sie ja auch x-mal gesagt, dass sie da noch 1000 Anpassungen machen müssen und so weiter. Aber ich finde es gut, so wie mein Eindruck ist, rein von diesem Sehen, was man hier so wahrnimmt, sieht es nochmal ein Ticken ausgewogener, ausgereifter aus, ein bisschen mehr zugänglicher. Auch der Kampf innerhalb der U-Boote ist jetzt zumindest besser möglich, als er das vorher war. Zumindest ist dazu das, was man so hört, sage ich jetzt einfach mal, aus den Spielern, die eben schon Zugang zu den Testservern haben. Und dann gibt es eben noch
diese Geschichte mit den Zerstörern. Ne? Die Zerstörer, die hatten sich ja massiv darüber beschwert, dass Deep Charges, also diese Wasserbomben, nur noch manuell abgeworfen, also nicht mehr manuell abgeworfen werden, sondern dass sie automatisch abgeworfen werden und ihnen da quasi so eine Art Beschneidung stattfindet, sozusagen, in ihren Fähigkeiten. Und jetzt ist es eben anders, denn in dieser Version hier fahren dann die Zerstörer selber in die Bereiche und müssen dann da auch selber Wasserbomben abwerfen, also die Taste G drücken, so ist das. Und da sieht man dann auch drei Aufladungen, die sich dann wieder aufladen. Also man kann jetzt nicht unendlich ständig Wasserbomben abwerfen, sondern man nur bestimmte Ladungen, also dreimal sechs Bomben oder was das sind. Und ja, das ist eben das Besondere, also ganz, ganz lustig gemacht. Ja, und das war das, was man jetzt erstmal zu diesen Sachen sagen kann, die jetzt auf dem Testserver bei den U-Booten so abgehen. Ihr werdet natürlich hier auch weitere Infos erhalten. Ich habe, wie gesagt, nebenbei hier ein bisschen Gameplay erhalten, das ich euch dann immer mal so zeigen werde, um da ein bisschen atmosphärische Hinterlegung zu haben. Jetzt sieht man links nochmal die Hydroakustik sozusagen, Hydrophon, was dann so ein bisschen die Näherung der feindlichen Schiffe zeigt, aber halt nur grob als Indikator. Ne? Also das ja, ist schon ganz cool gelungen und es wird halt noch weiterentwickelt. Bin mal sehr gespannt, wird ein taktisches Tool werden. Ich sage jetzt auf jeden Fall danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann im nächsten Ausblick hier bei uns auf dem Seacrowds-Kanal. Haut rein, macht's gut. Bis dahin, euer Seacrowds-Team, euer Andi. Ciao, ciao.